Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute unsere ersten Ergebnisse mit der Smile Pro von Carl Zeiss Meditech vorstellen. Wir hatten das Glück, vor 14 Jahren bei Primios zu den ersten 5 Anwendern weltweit zu gehören. Damals hieß die Methode noch Relax Smile. Das war ein Femtosekundenlaser mit einer Laserpulsfrequenz von 500 kHz und einer Laserdauer von 30 Sekunden. Seit Februar 2022 hatten wir erneut das Privileg, einer der ersten 5 Laser weltweit zu erhalten, der dann nochmal deutlich verbessert worden ist und deutlich patientenfreundlicher geworden ist, da die Laserzeit nur noch 10 Sekunden dauert. Erreicht wurde das durch die Erhöhung der Laserpulsfrequenz auf 2 Megahertz. Das ist nur eins von ein paar anderen verbesserten Features, aber das ist das, was beim Patienten natürlich sehr gut ankommt. Die Frage, die wir nur hatten, ist es jetzt ein nettes Gimmick? Oder bringt das auch tatsächlich etwas? Und was bringt das? Vor- oder Nachteile? Wir stellen hier unsere ersten Ergebnisse mit 154 Augen vor im Rahmen unserer QM-Dokumentation. Das heißt also keine prospektive Studie, sondern, wie man das so schön nennt, Real-World-Data. Das sind die 3-Monats-Ergebnisse. Warum 3-Monats-Ergebnisse? Da ist die Neuroadaptation abgeschlossen. Deshalb sind das die interessanten Ergebnisse und die Eintagesergebnisse, aber das hatten wir vor 14 Jahren schon vorgestellt, von der Smile, die sind mittlerweile genauso gut wie bei der Femtolasik. Wir haben mit den Standard des ETDRS-Charts gemessen und haben danach Vorhersagbarkeit, Sicherheit und den kumulativen unkorrekten Visus verglichen. Die Dokumentation von Komplikationen erfolgte per Video und die Patienten wurden gefragt, würden sie das Freunden empfehlen, würden sie es jederzeit wieder machen und haben sie eine Steigerung der Lebensqualität erfahren. Hier alle präoperativen Daten. Die Verteilung war ein bisschen mehr bei den Frauen, was nicht wundert, weil sie auch ein bisschen mutiger sind in aller Regel und öfter die Augen gelasert haben wollen. Das Durchschnittsalter, Sphäre, Zylinder, Sphäre, Äquivalent, alles, was Sie so sehen können, ist eigentlich das, was man normalerweise erwartet. Die Kappenstärke hatten wir im Schnitt bei 145 Mikrometer, da ich gerne in den tieferen Schichten laser, also deutlich tiefer als bei der Lasik. Warum? Weil dort die Schichten stabiler sind. Das heißt, ich versuche dadurch, zumindest von der reinen Theorie, das Operationsergebnis für die Patienten möglichst lange aufrecht zu erhalten. Alle Operationen habe ich auch selber durchgeführt. Ich habe laut dem Nomogramm noch vom VisuMax 500 eine 10% Addition vorgenommen. Also wenn jemand eine Korrektur von minus 5,0 hatte, dann war das Ziel plus 0,5, also immer 10%. Obendrauf, um möglichst in der Emmetropie oder leichten Hyperopie zu landen. Hier sieht man die Ergebnisse bezüglich der Sicherheit. Und was wirklich wunderbar ist, dass kein Patient mehr als eine Zeile verloren hat. Das heißt, das ist etwas, was die Patienten im täglichen Leben dann auch ehrlich gesagt nicht wahrnehmen. Man kann es ihnen dann zeigen an der Visustafel, aber die Patienten selber merken das gar nicht. Natürlich noch erfreulicher ist, dass sogar 8% einen Gewinn hatten. Was ist die Siegergruppe? Links haben wir alle reingepackt. Rechts oben sehen Sie die Korrekturen von 1 bis 3 Dioptrien, also die niedrigen Myopien, dann links unten die mittleren Dioptrien und rechts sehen Sie die hohen Myopien ab 6 Dioptrien bis 10 Dioptrien. Wie zu erwarten und auch schon bekannt war die in Anführungsstrichen schlechteste Gruppe, die 1 bis 3 Dioptrien. Das sind Patienten, bei denen wir sagen, dass die Femtolasik hier auch ein Ticken besser ist. Ist nicht viel, aber ist ein Ticken besser. Das muss man einfach dann der Methode zugestehen. Das in Anführungsstrichen Problem wieder ist, dass die Patienten, die eine Smile haben wollen, meistens keine Femtolasik haben möchten, wegen des Flaps. Das heißt, wir operieren dann natürlich auch zwischen 1 und 3 Dioptrien die Smile, weisen die Patienten aber darauf hin, dass die Ergebnisse
besser sind, wenn man mit der Femtolasik operieren würde. Ich zeige Ihnen auch dann ganz offen an der Visustafel, was ein Sehzahlenverlust ist und dass eben da die Wahrscheinlichkeit höher ist oder die einer Nachlesung. Ich finde, das sollte man offen mit dem Patienten kommunizieren und der Patient kann sich dann entscheiden. Vorhersagbarkeit, wie man hier sieht, die ist wirklich, kann man eigentlich nicht anders sagen, als traumhaft. Auch in den verschiedenen Untergruppen, der mittlere Wert ist an der Ideallinie wirklich extrem nah dran. Die Aufteilung der Gruppen, wie schon bei der Prüfung der Sicherheit beim vorher gezeigten Folie. Der kumulative unkorrigierte Visus, auch hier hervorragend, 0,8 hat jeder gesehen und da finde ich schon großartiger Wert und deutlich über 80% haben besser als 1,0 gesehen, also als 100%. Das denke ich ist für eine Methode, die gerade mal 10 Sekunden braucht, völlig schmerzfrei ist und am Ende des Tages auch sicherer als Kontaktlinsen tragen, ein wirklich hervorragender Wert. Das ist der Astigmatismus. Wir alle wissen, dass Astigmatismen bis zu einer halben Dioptrie gar nicht verkehrt sind, weil wir dadurch einen gewissen Tiefenschärfeffekt haben. Und wenn wir gucken, wer drüber ist und dass kein Patient einen Restastigmatismus von minus 1 hat, dann würde ich auch sagen, kann man hier eindeutig von wirklich hervorragenden Ergebnissen sprechen. Intraoperative Komplikationen. Sehr erfreulich. Wir hatten natürlich aufgrund der kurzen Laserdauer noch keinen Vakuumverlust bei diesen ersten Patienten. Jetzt muss man wirklich sagen, das sind die ersten Patienten, die wir mit dieser Methode gelasert haben. Und da keinen Vakuumverlust zu haben, ist schon mehr als erfreulich. Ein wirklich, und das ist nicht übertrieben, ein absolut homogenes Blasenmuster in der Hortehaut. Alle Lentikel konnte ich komplett entfernen. Hier muss man allerdings ehrlich sagen, das ist vielleicht noch ein Nachteil der Methode. Sie ist schon abhängig von der Erfahrung und Qualität des Chirurgen, da es nicht immer ganz einfach ist. Aber wenn man ein erfahrener Chirurg ist, dann kann man auch bei den ersten 154 Patienten alle Lentikel komplett entfernen und hat keine Komplikationen. Patienten haben alle keine intraoperativen Schmerzen gehabt. Wie erwartet, also auch hier bei den ersten 144 Augen ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Postoperative Komplikationen, wir hatten keine Interface-Problematik, wir hatten keine trockenen Augen, wir haben keine Probleme bei nächtlichen Autofahren. Da fragt man sich schon, wie geht es noch besser mit einer Methode, mit der man operiert und der Patient bereits am ersten Tag machen kann, was er will und vom OP-Tisch aufsteht, an den Augen reiben kann, nichts mehr kaputt machen kann. Das ist schon wirklich mehr als erfreulich. Das drückt sich dann auch in der Beantwortung des Fragebogens aus. Alle Patienten haben gesagt, sie würden uns freuen, weiterempfehlen, sie würden es jederzeit wieder machen und empfinden es als deutliche Steigerung der Lebensqualität. Das ist schon wirklich nach 3 Monaten, wenn man die Patienten immer nur mit glänzenden Augen sieht und dann gesagt wird, ich war im Urlaub das erste Mal ohne Brille oder das erste Mal Bergwandern ohne Brille und diese ganzen Argumente, warum Patienten sich lasern lassen, dass sie dafür keine Brille mehr brauchen, ihren Sport machen können und das als wirkliche Steigerung der Lebensqualität zu empfinden, ist auch für mich und in meinem Beruf eine wirklich große Freude. Zur Schlussfolgerung nochmal eine Zusammenfassung. Sicherheit, Vorhersagbarkeit und kumulativer UDVA sind mit den Daten von VisuMax 500 in der Literatur vergleichbar. Allerdings empfehlen wir von minus 1 bis minus 3 unseren Patienten zuerst eine Femtolasik. Wie ich schon gesagt habe, ist ein kleiner Ticken genauer. Der Sehzahlenverlust ist in der Prozentzahl ein kleinen Tick besser. Problem ist nur, dass es oft von den Patienten nicht angenommen wird, weil sie Angst vor dem Flap haben. Und man kann ja auch so argumentieren, das ist natürlich eine amüsante Argumentation, ich habe die übernommen vom Professor Secundo aus Marburg, der gesagt hat, ja, na und Detlef, aber ist doch kein Problem.
Ich sage immer aus Spaß, LASIK ist die schlimmste Komplikation der Smile, weil man dann natürlich mit dem Circle Procedure das Ganze wieder korrigieren kann. Ist natürlich amüsiert formuliert, aber ja, so kann man es sehen. Dann, dass wir keine intra- und postoperativen Komplikationen für die erste Anwendung dieses Lasers hatten, finde ich, das muss man sagen, Kompliment an Zeiss, ist auch wirklich hervorragende Ingenieurskunst. Und es ist auch genau der Grund, warum wir uns wieder für diesen Laser verwendet haben und ihn gekauft haben, als für die anderen Laser, obwohl er immer noch mit Abstand der teuerste Laser ist. Aber das ist er mir und für meine Patienten wert. Und das drückt sich dann eben aus in einer 100-prozentigen Erfolgsrate. Wir alle wissen, Statistik ist immer geduldig. Das heißt, irgendwann wird natürlich auch mein Patient unzufrieden sein, weil er mehr erwartet hat oder vielleicht bei der Aufklärung manchmal auch nicht so zugehört hat. Auch das gibt es. Deshalb, ja, natürlich kommt Ihnen wie dieser Patient, aber bei den ersten 154 schon mal keinen der Art zu haben, ist schon hervorragend. So, Ausblick. Ja, demnächst wird es die Hyper-OP-Korrektur, die Presbyopie-Korrektur auch mit der Smile geben. Das wahrscheinlich erst nächstes Jahr, das Nomogramm und die Zyklotorsionskontrolle wahrscheinlich noch